Letzter Abend in Danzig. 3D-Kino mit Spider-Man. Die Mannschaft durfte am letzten Abend im Hotel Dorlivski eine Vorabpremiere genießen. Zeitgleich wurde bereits gepackt. Am Mittwoch wurde dann Abschied genommen. 3 Wochen Aufenthalt in Danzig. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich hier sehr, sehr wohl gefühlt. Ankunft in Warschau. Erst das Hotel beziehen und dann einen Blick aufs Stadion werfen. Um 17.15 Uhr dann Pressekonferenz mit dem Bundestrainer Joachim Löw und Bastian Schweinsteiger. Aber zuerst ein kurzer Blick ins Stadion. Minuten Training offen für die Presse und dann wurde die Einheit für alle geschlossen. Nach der deutschen Nationalmannschaft hatte der Gegner Training 20 Uhr parallel zum ersten Halbfinale Portugal gegen Spanien. Und über 300 Fans warteten dann vor dem Hotel auf ihre Stars. Und Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger gaben reichlich Autogramme. 24 Stunden vor dem Halbfinale gegen Italien.